Es ist neblig und geheimnisvoll. Das Moor ist ein sagenumwobener Ort der Mythen und Legenden und manchmal auch Schauplatz von unheimlichen Kriminalfällen. Doch Moore sind nicht nur wunderschön und unheimlich, Moore sind vor allem Klimaschützer. Und damit herzlich willkommen zu Klima vor 8. Nasse Moore erfüllen eine wichtige Aufgabe für ein gutes Klima. Sie speichern Kohlenstoff, und zwar riesige Mengen davon, genauso wie man es eigentlich von Bäumen kennt. Doch Moore bedecken tatsächlich nur 3% der gesamten Landfläche der Erde, Wälder hingegen 30%. Also könnte man jetzt meinen, dass Bäume auch insgesamt mehr Kohlenstoff speichern. Doch das Gegenteil ist der Fall. Obwohl Wälder 10-mal mehr Fläche einnehmen, speichern Moore doppelt so viel Kohlenstoff wie die Biomasse aller Wälder der Erde zusammen. Mit diesem Wissen lohnt es sich genauer hinzusehen, warum ausgerechnet Moore so effektive Kohlenstoffspeicher sind. Moore sind Feuchtgebiete mit einem ständigen Wasserüberschuss. Tatsächlich bestehen sie fast zu 95% aus Wasser. Im nassen Moorboden siedeln sich dann Pflanzen an, die Kohlenstoff aufnehmen, um zu wachsen. Doch jetzt kommt's. Sterben diese Pflanzen ab, verrotten sie unter dem Wasser kaum. Denn der nasse Moorboden ist wie ein Schutzfilm und bremst die natürliche Zersetzung der Pflanzenreste durch den Sauerstoff aus. Aus den abgestorbenen Pflanzen bildet sich dann eine Masse, die einige aus der Blumenerde kennen. Torf. Und der macht tatsächlich den entscheidenden Unterschied bei der Speicherkapazität zwischen Mooren und Wäldern aus. Denn über Jahrtausende wird die Torfschicht immer dicker und dicker und kann Tonnen an Kohlenstoff speichern. Doch schon seit Jahrhunderten werden Moore massiv trockengelegt und zerstört. Früher wurde Torf abgebaut, um ihn als Heizmittel zu verbrennen. Und heute werden die trockenen Moorflächen vor allem für die Land- und Forstwirtschaft genutzt. Und eben als Zutat in unserer Blumenerde für unsere Topf- und Gartenpflanzen. Ursprünglich haben nasse Moore in Deutschland einmal die Fläche in der Größe von Sachsen eingenommen. Durch Eingriffe des Menschen ist jetzt nur noch ein Bruchteil der natürlichen Moore übrig. Und auch davon sind über 95% bereits trockengelegt. Und das hat Folgen. Wird ein Moor entwässert, geschieht das, was das Wasser zuvor verhindert hat. Der über tausende Jahre gespeicherte Kohlenstoff wird frei. Und aus Kohlenstoff und Sauerstoff wird CO2. Das Treibhausgas, das hauptverantwortlich für die Erderwärmung ist. Je tiefer entwässert wird, desto mehr Treibhausgase werden dauerhaft frei. So effektiv nasse Moore als Kohlenstoffspeicher sind, so schädlich sind sie, wenn sie entwässert sind. Über ein Drittel aller landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen gehen auf das Konto der entwässerten Feuchtgebiete. Deutschlandweit machen sie jährlich über 5% der Gesamtemissionen aus. Das ist mehr als der Anteil des innerdeutschen Flugverkehrs. Die Moore wieder zu vernässen, ist der einzige Weg, um zu verhindern, dass weiter ungehindert Treibhausgase ausgestoßen werden. Auf lange Sicht kommen auch moortypische Pflanzen zurück und Moore können wieder Kohlenstoff speichern. Doch um diese Flächen wieder zu vernässen, braucht es den politischen Willen und natürlich auch Anreize für die Landwirtschaft. Das Moorzentrum Greifswald erforscht daher maßgeblich eine rentable Alternative, die Paludikultur. Ein Beispiel dafür ist der Anbau von Rohrkolben für Reetdächer. Auf diese Weise können auch wieder vernässte Moorflächen landwirtschaftlich genutzt werden. Das alles ist aber nur möglich, wenn wirklich alle zusammenarbeiten: Wissenschaft, Politik und Landwirtschaft. Denn feuchte Moore sind zwar unheimlich, aber vor allem unheimlich wichtig für den Klimaschutz.